Also, Freunde, wir sind hier in meiner Stadt am Alexanderplatz und hier ist der Snipes-Laden. Und in diesem Snipes-Store, da wird heute das 35-jährige Jubiläum des Nike Air Force One begangen. Das war der erste Sneaker, den ich hatte. Mit dem hat bei mir meine Leidenschaft zum Sammeln angefangen, meine Liebe zu diesen vielen Schuhen, die ich mittlerweile habe. Meine Regentschaft als der nach wie vor amtierende Sneaker-King. Und was es hier heute gibt zu dieser Festivität ist, man kann sich den Schuh customizen lassen. Das heißt, da sind richtig geile Customizer am Start, die bemalen den oder tätowieren den sogar und bekleben den und machen damit irre Sachen, damit man wirklich so einen ganz eigenen personalisierten hat. Und das werden wir jetzt gleich mal machen. Ist natürlich proppevoll, sind sehr, sehr viele Leute da. Ich sag mal so, Prominenz natürlich. Ja Mann, wir gehen da jetzt gleich rein, gucken uns das an. Komm mal mit hier. Meine Freunde, wir gucken uns jetzt mal hier so einen Customizer an. So. Was hat der da am Start? Nadel und Faden hat der. Also er ist hier einer von denen, die darauf nähen. Es gibt viele, die eher malen oder was rankleben. Aber er näht hier wirklich mit so einer Maschine was ran. Und zwar näht er den Swoosh nochmal neu auf. Ich finde das geil, also finde ich es interessant zu sehen. Und man sieht, dass das wirklich so eine Handarbeit ist, wie bei einem richtigen Schuhmacher und jetzt nicht irgendwie hier so ein maschineller Shit, ne? Vor allem heutzutage sind Turnschuhe so krass leicht geworden, wenn diese ganzen neuen Sachen siehst. Ich meine, die Huarachis waren damals schon ein super leichter Schuh, aber dann auch sowas wie die Ultra Boosts oder so. Es wird immer leichter, so der Trend geht immer mehr zu so dünneren Hightech-Materialien. Und der Air Force One ist, wenn du willst, noch ein ganz klassisch gemachter Lederschuh. Also wir sind jetzt hier am Start beim Customizer und wir machen jetzt einen Schuh, den wir dann am Ende natürlich verlosen. Und der Schuh wird in Größe 43, weil das ist auch meine Größe. Und ja, wir sind hier natürlich bei dem geilsten Customizer, weil der kann wirklich hier was nähen und was abmachen. Nicht einfach nur raufmalen, wie das jeder auch zu Hause kann mit ein paar Stiften so. Sondern das hat natürlich schon wirklich was von den Schuh zu dekonstruieren und ihn dann wieder neu zusammenzubauen. Und das finde ich ziemlich spannend. Also hier jetzt, normalerweise nähe ich halt Schuhe komplett neu. Hier zum Beispiel ist Air Max 1er aus einer alten Gucci-Tasche mit Highleder. Und da ist halt komplett alles aus Leder und nur noch die Sohle ist das Original. Auch das ist halt echtes Python und echtes Highleder. Echtes Highleder? Echtes Highleder. Das ist richtiger High. Das ist auch mit zertifiziert und sowas. Und für einen High braucht man das gar nicht. Also sowas Klassisches muss das nicht sein. Okay, aber also kann. Ich meine, ich bin ein Freund der Meere, Mann. Du kannst jetzt nicht für mich hier so ein High killen, Mann. Wenn man mit irgendwie so ein Hipster-Kit hier irgendwie neue Schuhe hat aus Highleder. Es kann auch veganes Leder sein oder so, was so aussieht. So. Okay. Na gut. Das Ding ist so, guck mal, das hier ist von einem echten High, Mann. Den hat er echt richtig harponiert, das Biest. Und hat hier das Leder abgezogen. Das ist unglaublich. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir machen hier die vegane Version. Aber es wird so ähnlich aussehen. Was das hier ist auch, was ist das? Das war eine richtige Schlange oder was? Oh Mann, die arme Schlange. Ja, ist im Endeffekt nichts anderes als normales Leder, ne? Wir sind es halt nur nicht gewöhnt, solche Materialien zu verwenden. Also ein Schuh, den ich eigentlich noch öfter getragen habe als den Air Force 1, sind die Air Vandals. Die sehen genauso aus, nur sind die halt aus Stoff statt aus Leder, sind ein bisschen leichter. Das war der erste Schuh, der in einem Hollywood-Film wirklich zu sehen war als Nike-Schuh. Und zwar war das bei Terminator 1. John Connor trägt den in schwarz mit dem silbernen Swoosh. Und das ist auch der Schuh, den Andre von Outkast im ersten Outkast-Album im Booklet trägt. Und den hatte ich auch. 30 Euro bei Karstadt, was ist los? Man, ich wollte immer irgendwie die Schuhe haben wie irgendwelche anderen Rapper. Wenn
Kendrick zum Beispiel irgendwas anhat, dann muss ich das auch haben, so manchmal, weißt du? Also so, ich finde, es sind manchmal nicht nur Künstler, die irgendwie sowas anhaben oder cool machen, manchmal sind es auch einfach so Kumpels von dir, an die du dich erinnerst, so Freunde. Und ich hatte zum Beispiel einer meiner liebsten Freunde, der war halt 5 Jahre im Knast und der hat halt immer Air Force 1 getragen, so. Und da habe ich halt auch eine Zeit lang, als er drin war, die irgendwie mehr getragen, als wenn er nicht drin gewesen wäre, weißt du so. Okay, wenn du das jetzt nicht hier für Snipes machst, was kostet es bei dir, wenn man so einen Schuh macht? Fängt ungefähr ab 800 Euro an und dann geht es aufwärts bis 2000, 3000, also ist keine Grenze gesetzt, je nachdem, was für Material. Es gibt halt viele Leute, die so einen exotischen Kram wollen oder teures Leder. Und teures, gutes Kalbleder ist ja auch schon, fängt ab 100, 200 Euro an die Haut. Also, das ist nicht so ein Billigkram verwendet. Ja, ist halt Handarbeit, ne? Ich komme halt aus so einem Umfeld, wo die meisten Leute mit 20, 25 schon einen Anzug tragen und nur Lederschuhe tragen. Und du warst, als ich jung war, warst du mit Turnschuhen ein Rebell. So, du bist in viele Sachen nicht reingekommen, du bist in viele Clubs nicht reingekommen, in viele Bars nicht reingekommen, weil die Leute gesagt haben, du hast die falschen Schuhe an. Heutzutage ist das so, jeder weiß, ey, diese Turnschuhe, die können wahnsinnig teuer sein und die sind auf gar keinen Fall ein Symbol für jemanden, der schlecht oder billig angezogen ist. Aber damals war das so. Okay, also was wir jetzt hier machen bei ihm ist, wir machen eine Reissue des ersten Schuhes, den ich je hatte. Und zwar ist das eigentlich ein ganz, ganz normaler Air Force 1 gewesen, der auch weiß war die meiste Zeit, nur es gab ein paar Sachen, die waren schwarz. Und zwar dieses Teil hier war schwarz, das hier war schwarz, der Strap hier war schwarz und der Swoosh war schwarz. Und das war's. Und die unterste Sohle war noch schwarz, aber ich glaube, das kriegen wir hier nicht hin. Brauchen wir auch nicht, ist auch egal. Also einfach das, das, das und der Strap schwarz. Aus richtig geilem, schlangenmäßigem Leder. Und das wird jetzt mehrere Wochen dauern, bis er das macht für uns. Also, wir haben vorhin diesen voll geilen Schuh in Auftrag gegeben. Das ist quasi ein Remake des ersten Air Max Ones, den ich hatte. Und der wird in wunderbarer Handarbeit für euch hergestellt. Ihr könnt den gewinnen. Ihr müsst eine Frage beantworten. Ihr müsst schätzen, wie viel Paar Schuhe habe ich? Und derjenige, der am nächsten rankommt, oder diejenige, gewinnt den Schuh. Aber da will ich mal sehen, diejenige, die Schuhgröße 43 hat, Mann. Gibt's nicht so viele auf jeden Fall. Ey, viel Spaß damit, Mann. Wenn ihr das gewinnt, macht's gut.